meine Damen und Herren, wir haben gestern begonnen, uns mit der geometrischen Optik auseinanderzusetzen und haben zunächst was ganz Langweiliges betrachtet, nämlich nur einen ebenen Spiegel. Aber man fängt halt immer klein an und dann nachher wollen wir uns eben praktischeren und wichtigeren Dingen zuwenden und das tun wir jetzt, indem wir uns die Wölbspiegel anschauen, also sphärische Spiegel. Das können konkave Spiegel sein oder konvexe Spiegel. Ein konkaver Spiegel ist hohl, ein konvexer Spiegel ist nach außen gewölbt. Ich habe nie recht gewusst, wie man sich das besonders gescheit merken kann, aber konkav, dieses Wort klingt, finde ich, relativ hohl, während konvex, das schaut irgendwie so nach vor und so merke ich mir es heute. Also irgendeine Eselsbrücke muss man sich heute zurechtlegen. Also wir schauen uns die Reflexion an sphärischen Spiegeln an. Und da betrachten wir es als erstes den Hohlspiegel oder Konkavspiegel. Also wie gesagt, ein sphärischer Spiegel, schon deshalb, weil man sphärische Flächen leichter herstellen kann als etwa Flächen eines Paraboloids. Für manche spezielle Anwendungen ist es genauer, mit Paraboloiden zu arbeiten. Wir beschränken uns auf sphärische Spiegel und solange man sich nicht zu weit von der optischen Achse in einem solchen System entfernt, ist auch meistens ein sphärischer Spiegel ausreichend. Und als erstes wollen wir uns bei so einem Hohlspiegel oder Konkavspiegel die Definition des Brennpunktes anschauen. Da betrachten wir also einen sphärischen Spiegel, angeordnet in einer optischen Achse. Ist immer ganz gescheit, sich zuerst diese Achse zurechtzulegen und dann haben wir hier so einen sphärischen Spiegel. Da ist der Krümmungsmittelpunkt dieses sphärischen Spiegels. Den nennen wir O. Mit seiner Strichlierung deuten wir an, wo er nicht verspiegelt ist, nämlich hinten und vorne in dieser hohlen Öffnung hier ist er also verspiegelt. Und das ist der Radius R dieses sphärischen Spiegels. Na, und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie wird denn insbesondere ein achsennaher Strahl durch einen solchen sphärischen Spiegel reflektiert. Da betrachten wir diesen Punkt hier A, das ist der sogenannte Scheitel und wir nehmen einen parallelen Strahl parallel zu dieser Achse und nahe an der Achse. Der verläuft also so und ist gerichtet zu diesem Spiegel. Naja, wie wird der reflektiert werden? Das wird sich natürlich orientieren an dem Reflexionsgesetz. Das Lot auf diese Fläche hier ist eine Gerade, die durch den Krümmungsmittelpunkt geht. Und wenn nun dieser Strahl reflektiert wird, dann wird dieser Einfallswinkel Alpha gleich sein dem Reflexionswinkel. Der wird also etwa so dann wieder den Spiegel verlassen. Das ist das Alpha-Strich, wo wir ja gestern gesehen haben bei der Reflexion, dass das Alpha-Strich gleich dem Alpha ist. Andererseits, wenn man hier betrachtet, dass die Achse parallel zu dem Strahl ist, wird dieser Winkel hier wieder Alpha sein. Dementsprechend hat man also hier ein gleichschenkeliges Dreieck mit zwei gleichen Winkeln und dieses Dreieck wird also sehr flach sein, weil der Strahl ja
achsennahe ist. Und wenn man sich dieses gleichschenkelige Dreieck näher anschaut, dann sieht man also, das hat da hier eine Höhe. Diese zwei Längen sind die Hälfte des Radius. Und nachdem das ein so flaches Dreieck ist, wird auch diese Länge weitgehend gleich dem dem halben Krümmungsradius sein. Das ist der ganze Krümmungsradius, das ist ein gleichschenkeliges Dreieck, das ist also hier der halbe Krümmungsradius und wir nennen den Punkt, durch den ein achsenparalleler Strahl die Achse schneidet, den Brennpunkt. Und dieser Brennpunkt, Fokuspunkt F, befindet sich im Abstand F, der Brennweite von diesem Scheitelpunkt A, dieses Spiegels. Und man erkennt für achsennahe Strahlen, dass diese Brennweite F ungefähr gleich ist R halbe, wobei R der Krümmungsradius dieses Spiegels hier ist. Also das ist eine wesentliche Beziehung für diesen Spiegel. Und jetzt wollen wir uns, bevor wir uns genauer anschauen, wie die verschiedenen Strahlen hier in diesem Spiegel verlaufen, einmal am Experiment anschauen, wodurch dieser Brennpunkt, den wir hier eingeführt haben, wo ein achsenparalleler Strahl die Achse trifft, wodurch der charakterisiert ist. Also da schauen wir uns einmal an der Hartl-Scheibe, die Sie gestern schon kennengelernt haben, jetzt nicht einen ebenen, sondern einen sphärischen Spiegel an. Sie sehen ihn hier schon eingesetzt. Und wenn wir da also jetzt unsere Laserstrahlen als Lichtstrahlen hier ansehen, dann sehen Sie also, dass die hier parallel, achsenparallel einfallen und dann durch diesen Brennpunkt wieder austreten. Haben wir noch achsenfernere Strahlen? Wenn wir achsenfernere Strahlen dazu nehmen, dann sehen Sie, dass dieser Brennpunkt nicht mehr am gleichen Punkt bleibt. Und wenn wir nun alle Strahlen gleichzeitig uns anschauen, dann sehen Sie, dass man hier eine Veränderung findet. Schaut mal alle Strahlen ein, bitte. Die zeigt, dass also je weiter man von der Achse wegkommt, desto mehr sich diese Strahlen da nach innen, also in Richtung zum Spiegel verändern. Und man kann hier auch eine sogenannte Kaustik erkennen, eine einhüllende dieser Strahlen, wenn man die achsenferneren Strahlen auch dazu nimmt. Hingegen, wenn man also nur achsennahe Strahlen betrachtet, dann sieht man, dass sich die alle weitgehend im Brennpunkt schneiden. Dankeschön. Naja, und jetzt schauen wir uns einmal einfache Fälle an. Das heißt, betrachten wir einmal die sogenannten Hauptstrahlen. Die Hauptstrahlen für diesen sphärischen Spiegel. Naja, und da zeichnen wir uns wieder einen solchen sphärischen Spiegel auf. Da hier etwa wird also der Krümmungsmittelpunkt O sein, der Scheitel A, in der Hälfte hier der Brennpunkt F. Das ist also unsere Situation. Und jetzt betrachten wir einfache Fälle. Na, der allereinfachste Fall ist der, wenn ein Strahl
durch den Krümmungsmittelpunkt einfällt. Wenn der also da hier so einfällt, dann wird er wieder in sich reflektiert, weil er da einen rechten Winkel zu dieser sphärischen Fläche einschlägt. Also er tritt hier ein und wieder in dieser Richtung hier aus. Das ist also der erste von den wichtigen Hauptstrahlen, die wir benutzen können, dann auch, wenn es darum geht, dass man die Abbildungseigenschaften eines solchen Spiegels darstellt. Also der erste Hauptstrahl so. Der nächste Hauptstrahl, den ich betrachten möchte, ist einer, der durch den Scheitel hindurchgeht. Also der wird vielleicht zum Beispiel hier so einfallen und dann wird dieser Winkel gleich diesem Winkel sein und der wird entsprechend hier symmetrisch wieder austreten. Das ist also ein Achsen, also ein Scheitelstrahl, wo Sie also hier dem Reflexionsgesetz entsprechend da gleiche Winkel haben in beiden Fällen. Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Der nächste ist ein besonders wichtiger, das ist also der, den wir hier schon zur Definition des Brennpunkts verwendet hatten, also ein Strahl, der achsenparallel einfällt. Der wird dann, so wie wir es hier sehen, wenn er also genügend achsennah ist, durch den Brennpunkt hindurchtreten. Das ist also dann ein solcher parallel einfallender Strahl, der durch den Brennpunkt wieder austritt. Und als vierten Strahl natürlich, das ist ja eigentlich nur die Umkehrung des dritten, wir können auch einen Strahl durch den Brennpunkt betrachten. Jetzt muss ich schon schauen, dass ich noch irgendwo Möglichkeiten finde, da durchzutreffen durch dieses Gewirr. Der soll also durch den Brennpunkt gehen, wird dementsprechend nachher achsenparallel wieder ausfallen. Denn so hatten wir ja hier achsenparallel ein durch den Brennpunkt heraus. Der umgekehrte Strahl geht durch den Brennpunkt herein und achsenparallel heraus. Das ist also dann in meiner Zählung hier der vierte Strahl. Vier unterschiedliche Hauptstrahlen haben wir hier besprochen. Damit können wir also verschiedene Abbildungen, die sich also mit einem solchen Spiegel durchführen lassen, auch wirklich dann entsprechend konstruieren. Und eine solche Abbildung wollen wir jetzt gleich durchführen mit dem Hohlspiegel. Und zwar einen einfachen Fall möchte ich zunächst mit Ihnen behandeln, wenn wir einen Gegenstand betrachten, der sich außerhalb der Brennweite befindet. Also, wir betrachten also eine Abbildung eines Gegenstandes, außerhalb der Brennweite. Naja, wir müssen relativ viel Geometrie hier machen. Wir sind ja auch bei der geometrischen Optik. Sie sehen schon, warum das also auch wirklich so heißen muss, weil hier viel Geometrie vorkommt. Also betrachten wir da wieder einen solchen, so einen solchen sphärischen Spiegel. Da ist der Krümmungsmittelpunkt, da ist der Brennpunkt, da ist der Scheitel. So schaut dieser Spiegel also aus mit seinen wichtigen Punkten. Und weit weg außerhalb dieser Brennweite setzen wir also den Gegenstand an. Der möge möglicherweise hier so stehen. Der Gegenstand mit Gegenstandsgröße groß G.
Und wie können wir den also jetzt abbilden? Verwenden wir einfache Strahlen. Ein besonders einfacher Strahl, den hatten wir ja schon besprochen, ist der Einser hier, der Strahl durch den Krümmungsmittelpunkt. Den betrachten wir hier einmal. Dieser Strahl wird in sich selbst wieder reflektiert. Wenn wir also einen selbstleuchtenden Gegenstand haben, die Spitze des Pfeils leuchtet auch, dann wird die unter anderem den Strahl aussenden und der wird dann hier wieder zurückgeworfen. Und als zweiten Strahl hier für unsere Überlegungen nehmen wir auch hier die Nummer 2, den Strahl durch den Scheitelpunkt. Der wird also da wieder mit gleichem Winkel nach unten reflektiert, tritt dann hier so aus. Und Sie sehen, wir kriegen dann an dieser Stelle hier einen Schnittpunkt und entsprechend ergibt sich hier dann das Bild dieses Gegenstandes G. Sie sehen, man erhält hier ein reelles Bild und die Gegenstandsweite ist auch größer als die Brennweite, wie wir gesagt haben. Er befindet sich außerhalb der Brennweite. Ich glaube, da habe ich auch was, das ich Ihnen da aufgezeichnet habe, damit Sie das auch noch schöner sich anschauen können, aber es ist im Wesentlichen dasselbe. Wir wollen da nur noch ein paar Bezeichnungen einführen. Also beim Bild, da bezeichnen wir die Spitze mit Q und den Fußpunkt mit Q'. Beim Gegenstand die Spitze mit P, den Fußpunkt mit P'. Na, und da wollen wir uns also jetzt einmal anschauen, wie kann man sich dann hier verschiedene Dinge ausrechnen. Zum Beispiel zeichnen wir uns hier einmal ein die Gegenstandsweite, den Abstand des Gegenstandes vom Spiegel, also vom Scheitel in dem Fall da hier. Das ist die Gegenstandsweite. Na, die Bildweite hingegen ist der Abstand des Bildes vom Scheitel. Das hier ist entsprechend die Bildweite. Ja, und als drittes kann man natürlich sich auch klar machen, wo die Brennweite ist. Das ist der Abstand des Brennpunkts oder Fokuspunkts vom Scheitel, so wie wir das ja hier schon angedeutet haben. Also da kann man schon einmal einiges ablesen. Vor allem, und da muss man jetzt ein bisschen einen Blick für Ähnlichkeiten entwickeln, sieht man hier, dass es da verschiedene ähnliche Dreiecke gibt. Zum Beispiel ist das Dreieck APP' ähnlich zum Dreieck AQQ', weil man hier gleiche Winkel hat und beide Dreiecke sind rechtwinkelige Dreiecke. Also das Dreieck A, P, P' ist ähnlich zum Dreieck A, Q, Q'. Es möge sich jeder oder jede melden, die nicht wissen, was ich meine. Man könnte die auch schön schraffieren, aber dann haut man sie die ganze Zeichnung zusammen mit der ganzen Schraffiererei. Deswegen bin ich nicht sicher, ob das wirklich gescheit ist. Und andererseits gibt es noch ein zweites Paar von ähnlichen Dreiecken. Denn es ist ja aus einfachen geometrischen Gründen auch der Winkel gleich dem Winkel. Die sind ja durch zwei Gerade hier bestimmt. Das eine ist die Achse, das andere ist ein Lichtstrahl. Also haben wir auch das Dreieck OPP' ähnlich zum Dreieck OQQ'.
Na, und diese zwei Ähnlichkeiten, die können wir natürlich weidlich ausnützen bei unseren Überlegungen. Und was man dann meistens gern macht einmal, ist, man rechnet sich den Abbildungsmaßstab aus. Sie wissen schon von gestern, was der Abbildungsmaßstab ist. Das ist nichts anderes als die Bildgröße dividiert durch die Gegenstandsgröße. Wir haben es mit Gamma bezeichnet. Bildgröße zu Gegenstandsgröße. Nun, das können wir uns natürlich leicht ausrechnen. Die Ähnlichkeit, die ich mit den beiden Dreiecken angegeben habe. Also das Dreieck A, PP' und das Dreieck A, QQ'. Bildgröße zu Gegenstandsgröße sowie Bildweite zu Gegenstandsweite. Kann man sofort hier erkennen. Wegen der Ähnlichkeit dieses Dreieckes mit diesem Dreieck. Das kann man sofort sehen, ist also Bildweite durch Gegenstandsweite. Und andererseits können wir jetzt aber die zweite Ähnlichkeit verwenden. Wir schreiben wieder, Gamma ist gleich B zu G. Und jetzt aber, ich hätte es auch umgekehrt machen können, aber jetzt machen wir es so. Wieder B zu G. Und jetzt benutzen wir die Ähnlichkeit dieses Dreiecks mit diesem Dreieck wegen dieser Winkel, die da gleich sind. Und da sehen Sie natürlich sofort, was da herauskommt. Dieses B zu G ist dann auch gleich dieser Länge zu dieser Länge. Und wie kann man denn diese beiden Längen charakterisieren? Ja, das ist also OQ' zu OP'. OQ' zu OP'. Na, was ist dieses OQ'? OA, das ist R. Und OQ' ist B. Also haben wir da nichts anderes als R minus B. R minus B ist diese Strecke. Und andererseits diese Strecke ist G minus R. Also R minus B durch G minus R. Für alle verständlich? Fragen dazu? Verstehen Sie? Okay. Na, dann versuchen wir da eine Folgerung daraus zu ziehen. Naja, da sehen Sie, wir haben uns zweimal diesen Abbildungsmaßstab ausgerechnet. Das ist ja die gleiche Größe. Also durch Vergleich können wir jetzt sofort Schlussfolgerungen ziehen. Also durch Vergleich erhalten wir jetzt, dass diese beiden Ausdrücke, die wir da aufgeschrieben haben, einfach gleich sind. Also B zu G muss gleich sein R minus B zu G minus R. Naja gut, was kann man daraus machen? Naja, am besten ist, wenn man einfach ausmultipliziert. Also da haben wir B mal G minus R, da haben wir also BG minus BR und auf der anderen Seite haben wir GR minus GB minus BG. Ja, und da sieht man, das BG kommt zweimal vor, also kann man das eine BG herüberbringen, hat zwei BG und auf der anderen Seite bleibt stehen, R kann man hier herausheben, also GR plus BR, also R mal G plus B. Ja, ist das? Ich glaube, das ist nicht zu schnell. Also zweimal BG und dann das rüber ist R mal BG plus B.
Und jetzt berücksichtigen wir, was wir schon wissen, dass die Brennweite ungefähr gleich R halb ist und das Ganze soll ja für achsennahe Strahlen sein. Das heißt, wir können statt R gleichsetzen 2F. Dieses R ist gleich 2F, weil F gleich R halb ist. Dann fällt aber dieser 2er hier weg und es bleibt dann letztlich hier stehen, dass wir erhalten als Schlussfolgerung, ich schreibe es nochmal so auf, BG ist gleich F mal G plus B. Und jetzt ist es leicht. Jetzt brauchen wir da nur das F auf die linke Seite bringen, das BG auf die rechte Seite und wir erhalten 1 durch F ist gleich G plus B durch BG. Und das ist schnell umgeformt. Da haben Sie hier B durch BG, das ist 1 durch G, plus G durch BG, das ist 1 durch B und auf der anderen Seite 1 durch F. Und Sie haben eine sehr berühmte Gleichung damit erhalten, die Abbildungsgleichung für den Hohlspiegel. Ja, verständlich? Einfachste Umformungen, die wir da durchgeführt haben. Und aus dem kann man also einiges folgern. Damit Sie sehen, was man mit so einer Abbildungsgleichung anfangen kann. Was macht man mit so einer Abbildungsgleichung? Da haben wir also verschiedene Möglichkeiten daraus, verschiedene Ausdrücke zu erhalten. Wir können zum Beispiel das B ausrechnen. Das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen alles durchxen. Das ist ja ganz elementare Arithmetik. Man kriegt also für das B heraus, das ist dann gleich GF durch G minus F. Man kann sich aber auch die Gegenstandsweite ausrechnen. Das G ist dann BF durch B minus F. Und besonders wichtig, man kann sich die Brennweite ausrechnen. Naja, da braucht man ja da nur den Reziprokwert nehmen, das heißt, man kann auch hier sofort den Reziprokwert ablesen, das sieht man hier unmittelbar. F ist gleich BG durch G plus B. Diese Gleichung für F ist besonders wichtig, weil man damit auch eine Methode hat, um die Brennweite von solchen Spiegeln auch wirklich ausrechnen und bestimmen zu können. Aber besonders wichtig ist auch, wir können damit den Abbildungsmaßstab ermitteln. Der Abbildungsmaßstab, der sagt uns ja, wie groß ist das Bild im Verhältnis zum Gegenstand. Das ist ja etwas sehr Praktisches. Wenn ich einen Gegenstand habe, wie groß wird das Bild werden? Übrigens, dass es ein reelles Bild ist, ist ganz offenkundig, weil Sie ja sehen, die Lichtstrahlen gehen tatsächlich durch dieses Bild durch. Daher kann man dieses Bild auch konkret projizieren, was wir auch gleich anschließend in einem Experiment durchführen werden. Aber jetzt rechnen wir uns noch den Abbildungsmaßstab aus. Dieses Gamma, das ist ja Bildgröße zu Gegenstandsgröße. Na, das ist auch gleich Bildweite zu Gegenstandsweite. Na, da braucht man nur das B durch das G durchdividieren
und man sieht also dann sofort, was wir kriegen. Das ist also entweder f durch g minus f oder auf der anderen Seite b minus f zu f. Man kann also den Abbildungsmaßstab hier unmittelbar auf die Art und Weise bestimmen. Na, und was man also besonders wichtig auch kann mit Hilfe dieser Beziehung, ist, man kann die Brennweite eines solchen Hohlspiegels experimentell bestimmen. Des Hohlspiegels. Naja, da braucht man ja nur eine solche Abbildung durchführen, nachschauen, wie weit ist der Gegenstand weg, wie weit ist das Bild weg, wie groß ist Gegenstandsweite und Bildweite, und mit Gegenstandsweite und Bildweite kann man sofort die Brennweite ermitteln. Und das geht besonders gut, wenn man einen Gegenstand wählt, der sehr weit von dem Spiegel entfernt ist, wo also dann die Gegenstandsweite sehr groß gegen die Bildweite ist. Wir wählen Gegenstandsweite sehr groß gegen die Bildweite, also wir gehen mit dem Gegenstand weit weg von dem Spiegel. Dann wird das Bild da in der Nähe des Spiegels entstehen und wir können anschauen, wie weit ist das Bild also von dem Spiegel entfernt. Naja, bei bekanntem B und G braucht man da oben nur einsetzen. Wenn aber G sehr weit weg ist gegen das Bild, dann erhalten wir aus dem Ausdruck da oben F gleich, wenn wir da jetzt durchkürzen hier und also da schreiben, wenn man durch die Gegenstandsweite da durchkürzt, dann haben wir B im Zähler und im Nenner G durch G ist 1 plus B durch G. Also kriegen wir nur B durch 1 plus B durch G. Naja, und wenn also jetzt dieses G sehr groß gegen B ist, dann ist das hier sehr klein gegen 1 und das hier ist ungefähr gleich die Bildweite. Das heißt, wenn Sie mit dem Gegenstand sehr weit wegrücken von diesem Spiegel, dann wird das Bild im Wesentlichen im Brennpunkt entstehen. Und der Abstand des Brennpunktes, des Bildes vom Spiegel ist dann bereits die Brennweite. Wenn Sie also die Brennweite eines Spiegels bestimmen wollen, versuchen Sie eine Abbildung von einem weit entfernten Gegenstand zu machen. Das Bild wird sich dann im Brennpunkt befinden. Und wie man so einen Gegenstand mit einem solchen Hohlspiegel konkret abbilden kann, das hat uns der Herr Litschauer hier auch aufgestellt und das werden wir uns jetzt in einer entsprechenden Anordnung gleich anschauen können. Also Sie sehen hier, wir haben hier aufgestellt, anschließend an eine beleuchtende Lampe unseren schon gut bekannten Einser, das ist unser Gegenstand, dort haben wir Pfeile eingezeichnet, da einen Einser. Und dieser Hohlspiegel ist jetzt so gestellt, dass der Gegenstand nicht genau in der Achse des Hohlspiegels steht. Aber damit, der ist etwas schräg gestellt, damit erreicht man, dass das Bild nicht wieder in der gleichen Achse entsteht, sondern etwas seitlich herausgezogen ist. Und Sie können also erkennen, es ist tatsächlich ein reelles Bild,
das man also auf einem Schirm auffangen kann, und es ist verkehrt, so wie wir dort auch gesehen haben, dass der Pfeil ja auch umgekehrt steht. Also mit einem solchen Hohlspiegel kann man einen Gegenstand in ein Bild abbilden, und in dem Fall ist Gegenstand und Bild gleich groß. Können wir da den Abstand etwas verändern mit dem Spiegel? Wenn man das machen, dann sehen wir, dass da jetzt, wenn wir immer weiter weggehen, das Bild kleiner wird als der Gegenstand. Und wenn wir genügend weit weggehen würden, dann befindet sich dieses Bild gerade im Abstand gleich der Brennweite dieses Spiegels. Also auf die Art und Weise kann man, wenn man weit genug weggeht, schauen wir, ob wir ein bisschen weiter weggehen können. Das Bild wird immer kleiner, wird dieser Abstand sich immer mehr der Brennweite dieses Spiegels annähern. Okay, vielen Dank. Also so viel zum Hohlspiegel. Also ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, wir haben, wenn das Bild, wenn der Gegenstand außerhalb der Brennweite dieses Hohlspiegels ist, dann haben wir ein reelles Bild. Das sollte ich vielleicht hier noch besonders betonen, ein reelles Bild, wo die Lichtstrahlen wirklich durchlaufen, und ein verkehrtes Bild. Und außerdem ergibt sich hier ein verkleinertes Bild. Das Bild ist also reell, verkehrt und verkleinert, so wie man aus unseren ganzen Überlegungen jetzt sehen kann. Wenn der Gegenstand außerhalb der Brennweite sich befindet, wenn also hier die Gegenstandsweite größer als die Bildweite ist. Wir haben also angenommen, Gegenstandsweite größer als Bildweite. Naja, aber natürlich kann auch der Fall eintreten, dass ein Gegenstand innerhalb der Brennweite sich befindet. Ja, in dem Fall haben wir dann eine etwas andere Situation. Nur das wollen wir uns jetzt gleich auch noch anschauen. Also wir nehmen jetzt an, Abbildung eines Gegenstandes, der sich also jetzt nicht außerhalb, sondern innerhalb der Brennweite befindet. Wie schaut das aus? Da werden Sie sehen, dass die Situation unterschiedlich ist, deutlich unterschiedlich. Und das müssen wir also besonders berücksichtigen bei den verschiedenen Fällen, die eben bei Abbildungen auftreten können. Da kommen Sie also mit den verschiedenen Gegebenheiten optischer Abbildungen eben in Berührung. Jetzt wollen wir hier eine Situation betrachten, wo wir diesen Konkavspiegel so ansetzen, dass wir da links noch Platz zur Verfügung haben. Sie werden gleich sehen, wozu. Sie werden sich vielleicht denken, wozu, da kann doch nie das Licht hinkommen. Damit haben Sie recht. Dennoch, da wird es notwendig sein. Wir haben wieder hier den Scheitel, den Brennpunkt, den Krümmungsmittelpunkt, und wir betrachten also jetzt einen Gegenstand innerhalb der Brennweite. Also zum Beispiel hier. Da befindet sich jetzt ein Gegenstand. Mit Gegenstandsweite groß G. Und wieder können wir schauen, wie kann man diesen Gegenstand gut
darstellen? Wie kann man die Abbildung am besten zeigen? Na, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir werden auch hier wieder die zwei ganz einfachen Strahlen verwenden. Der eine Strahl ist der Strahl durch den Krümmungsmittelpunkt. Der geht dann wieder so heraus, wird in sich reflektiert. Und der andere Strahl ist der Strahl durch den Scheitel. Der wird wieder entsprechend unter gleichem Winkel nach unten reflektiert und den Spiegel verlassen. Und da sehen Sie jetzt, in dem Fall gibt es hier eine etwas unterschiedliche Situation. Die beiden Strahlen treffen sich gar nicht. Es entsteht gar nicht irgendwo ein reelles Bild. Aber wenn also hier ein Beobachter mit seinem Auge diese Sache betrachtet, dann sieht dieser Beobachter zwei divergente Strahlen, die also von woher zu kommen scheinen. Und der Strahl kommt da von irgendwo hinten her und der auch. Und dementsprechend sieht also der Beobachter hier ein Bild, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Aber doch sieht er dieses Bild. Die Strahlen, die er betrachtet, da glaubt er, dass sie von einem Bild herkommen. Das, was er sieht, ist, als ob sich hier ein Bild befände, von dem diese Strahlen da hier so ausgehen und das Auge treffen. Also wir kriegen in dem Fall ein Bild hinter dem Spiegel. Dementsprechend werden wir auch hier die Bildweite so angeben, dass die Bildweite hier negativ angegeben wird. Weil da sind die Bildweiten positiv, da sind sie negativ. Oder diese Distanz hier ist minus b. Und minus b ist also eine Distanz größer 0. Wenn ich also hier Distanzen angebe, gebe ich hier minus b an, weil die Bildweite wird kleiner 0 angenommen, minus b ist aber dann entsprechend wieder größer 0. Und klarerweise können wir hier wieder entsprechend die Gegenstandsweite hier anführen, aber die Gegenstandsweite, die wird direkt hier sichtbar, weil die Gegenstandsweite ist nach wie vor positiv. Der Gegenstand muss natürlich auf der rechten Seite des Spiegels hier sein, sonst erhält man ja gar keine Abbildung. Und jetzt könnten wir hier wieder verschiedene ähnliche Dreiecke betrachten. Das werden wir uns jetzt sparen. Da kann man also schon wieder einiges erkennen. Da haben wir ja hier zum Beispiel gleiche Winkel, weil das ja dieser eine Strahl ist, der im Scheitel gereflektiert wird. Damit ist dieses Dreieck ähnlich zu diesem Dreieck. Und dann gibt es noch weitere Ähnlichkeiten. Dieses Dreieck ist ähnlich zu diesem. Aber das wird Sie nicht interessieren. Das können Sie selber sich auch anschauen, wie sich das dann ergibt. Man erhält jedenfalls beachtlicherweise, wenn man das ähnlich durchführt wie oben, dieselbe Abbildungsgleichung. Sehr angenehm. Wenn man sich diese Gleichung, die da hier steht, 1 durch g plus 1 durch b gleich 1 durch f, einmal gemerkt hat, weiß man auch, wie die gleiche Gleichung gilt auch für den Fall, dass der Gegenstand innerhalb der Brennweite ist. Dass also g kleiner als f ist. Aber damit man dieselbe Abbildungsgleichung erhält, ist es notwendig, dass man dieses b hier negativ ansetzt und minus b als Distanz dann positiv ist. Nur wenn man hier also das minus b herschreibt und dann alle diese ähnlichen Dreiecke berücksichtigt,
dann erhält man wieder in gleicher Weise diese Abbildungsgleichung. Deswegen ist es also sinnvoll, diese Konvention zu verwenden, dass man da also dann für Abstände auf der anderen Seite negative Werte verwendet, so wie bei einem Koordinatensystem. Auch bei Linsen werden wir das in ähnlicher Weise dann durchführen. Und ich möchte also hier noch einmal betonen, was wir hier erhalten. Wir erhalten hier ein vergrößertes, aufrechtes und virtuelles Bild. Im Gegensatz zu da oben haben wir ein verkleinertes, verkehrtes und reelles Bild erhalten. Dieses Bild kann Ihnen der Herr Litschauer jetzt nicht auf einem Schirm präsentiert zeigen, weil das lässt sich nicht projizieren, weil die Strahlen da noch gar nicht nach hinten kommen. Da können Sie ruhig einen Schirm aufstellen, aber das Bild ist nicht da. Nur durch Betrachtung von hier scheint es, als kämen die Strahlen von diesem Bild. Sie haben also jetzt schon ein paar Sachen bezüglich der Bilder gelernt. Sie können vergrößert und verkleinert sein, das betrifft den Abbildungsmaßstab. Sie können verkehrt oder aufrecht sein, naja, was das bedeutet, braucht man nicht so besonders klarstellen, das ist ja selbstverständlich. Und sehr wichtig, Sie können reell oder virtuell sein. Bei reellen Bildern gehen die Lichtstrahlen tatsächlich durch das Bild durch. Bei virtuellen Bildern ist es so, dass sie nur von einem Bild zu kommen scheinen und daher nicht wirklich von dem Bild ausgehen. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte mit Scheinen. Also in dem Fall ist es schon was Virtuelles. Aber doch nicht so schlecht. Weil das, was ich Ihnen da hier gezeigt habe, das ist, meine Herren, die Wirkung eines Rasierspiegels. Wenn man also da den Gegenstand, also das eigene Gesicht da, innerhalb der einfachen Brennweite aufstellt, dann sieht man ein aufrechtes, Gott sei Dank, sonst müssen wir es da so, und vergrößertes Bild und die Bordstoppeln werden deutlicher sichtbar. Also das ist hier eine Anwendung eines solchen Hohlspiegels zwecks Herstellung vergrößerter Bilder. Naja, aber jetzt wollen wir doch auch noch den Wölbspiegel oder Konvexspiegel betrachten. Und wie schaut da beim Konvexspiegel jetzt die Situation aus? Naja, da ist es so, da wollen wir den einmal so aufzeichnen, dass er also seine reflektierende Fläche hier da so noch rechts außen aufweist, wir aber alles Notwendige da herüben einzeichnen. Das ist der Krümmungsmittelpunkt, da ist wieder der Scheitel. Und wiederum fragt sich jetzt, was verstehen wir hier unter dem Brennpunkt? Also das, was wir da beim Hohlspiegel gemacht haben, schauen wir uns jetzt wieder an, die Definition des Brennpunktes. Da gehen wir wieder so vor, dass wir mit einem relativ achsennahen und achsenparallelen Strahl auf diesen Spiegel leuchten. Was wird mit dem aber passieren? Das ist so ähnlich wie da oben. Da sind wir auch von rechts gekommen mit so einem achsenparallelen Strahl, der wird da reflektiert. Na, jetzt wird er auch reflektiert, aber wie jetzt? Wieder so, dass er also dem Einfallswinkel gleich dem Reflexionswinkel ist. Also da macht man da wieder so eine Verbindungsgerade daher. Und unter gleichem Winkel wird dieser Strahl reflektiert. Die beiden Winkel sind gleich. Ich habe es, glaube ich, nicht ganz gleich erwischt jetzt. Aber wenn man diesen Strahl jetzt nach hinten verlängert, dann trifft der wieder, da ist wieder der gleiche Winkel,
auf einen Punkt, den wir den Brennpunkt nennen. Der Winkel tritt da noch einmal auf, weil das sieht durch die Parallelität gegeben, müssen die Winkel hier alle gleich sein. Wir haben da wieder ein gleichschenkeliges Dreieck. Das Ganze hier ist der Krümmungsradius R dieses Konvexspiegels und daher wird diese Distanz, die jetzt die Brennweite ist, die wir aber weiß hinter dem Spiegel als minus f größer 0 hier auftragen, wird diese Brennweite hier wieder etwa gleich der negativ, dem halben negativen Krümmungsradius sein. Es wird also hier das f kleiner als 0 sein und deswegen ergibt sich hier die Beziehung so, dass das f gleich ungefähr gleich minus r halbe ist, während wir haben dort oben f ungefähr gleich r halbe. Also in die Geometrierelationen muss minus f eingesetzt werden, weil minus f ist größer 0. Und Sie können schon sehen, alle diese Strahlen, die da so parallel auf diesen Spiegel auftreffen, werden zerstreut, nach außen zerstreut. Und daher nennt man diesen Konvexspiegel oder Wölbspiegel auch Zerstreuungsspiegel. Und auch das können wir uns mit der Hartl-Scheibe schön anschauen. Wenn Sie uns das jetzt bitte einschalten, Herr Litschauer. Da ist also jetzt der Zerstreuungsspiegel zu sehen. Und da sehen Sie also, da fallen die parallelen Strahlen ein. Der in der Achse geht in sich zurück, aber alle anderen werden nach außen weg zerstreut. Und man kann schon sehen, ein reelles Bild kann man hier wohl nicht erwarten, weil die ja nie wieder zusammenkommen, sondern alle zerstreut werden, diese Strahlen. Danke sehr. Ich zeige Ihnen da noch einmal jetzt das, was ich da etwas undeutlich vielleicht an die Tafel gezeichnet habe, den achsenparallelen Strahl, der da nach außen weg zerstreut wird. Das Lot geht hier durch den Krümmungsmittelpunkt. Wir kriegen hier wieder so ein gleichschenkeliges Dreieck. Und dieser Abstand, die Brennweite, wird kleiner 0 angenommen, minus f ist daher größer 0 und ist dieser Abstand und das minus f ist gleich r halbe oder f ist gleich minus r halbe, so wie ich Ihnen das da auch auf der Tafel aufgezeichnet habe. Ich frage heute nicht so oft, ob Sie alles verstanden haben, weil ich gehe davon aus, das versteht man ganz gut. Aber das heißt nicht, dass Sie mich nicht trotzdem gern unterbrechen können, wenn Sie es für notwendig halten. Also so viel zur grundlegenden Bestimmung, Definition des Brennpunktes beim Zerstreuungsspiegel. Und jetzt wollen wir uns noch die Abbildung mit Hilfe eines Zerstreuungsspiegels anschauen. Es kann nämlich sehr wohl auch eine Abbildung erfolgen. Aber wie Sie sich schon überlegen können, es wird dabei wohl kein reelles Bild herauskommen. Abbildung mittels Konvexspiegels. Naja, wieder gehen wir davon aus, dass wir die Sache auf einer optischen Achse anordnen. Bei diesem Konvexspiegel müssen wir uns immer ein bisschen Platz links vom Spiegel lassen, weil da müssen wir zunächst einmal, wenn sich hier so der Spiegel anordnet, seinen Krümmungsmittelpunkt da einzeichnen können. Seinen Brennpunkt.
erst hier kommt eben dann da der Scheitelpunkt A. Und die Aktion passiert eigentlich da erst rechts davon, weil dort sind die Lichtstrahlen. Ja, und da kann man sich also so einen Gegenstand hernehmen. Wir haben da Platz, also zeichnen wir den ruhig ein bisschen weiter weg da auf, unseren Gegenstand hier. Und diesen Gegenstand wollen wir also jetzt mit Hilfe dieses Konvexspiegels darstellen. Wir verwenden wieder die zwei wichtigen Strahlen. Einmal den Strahl durch den Krümmungsmittelpunkt und einmal durch den Scheitelpunkt. Also durch den Krümmungsmittelpunkt der Strahl, der verläuft so. Der geht da herein und wieder in der gleichen Richtung weiter. Und der durch den Scheitel, der wird entsprechend mit gleichem Winkel da herunter reflektiert. Und Sie haben wieder so eine Situation von divergenten Strahlen, die da von einem Auge betrachtet werden. Und das Auge glaubt dann da hinten das Bild erkennen zu können. Und dieses Bild kann man also hier sofort wieder als ein virtuelles Bild erkennen. Also hier gibt es grundsätzlich virtuelle Bilder, die hinter dem Spiegel auftreten. Und die sind aufrecht und verkleinert. Das B, die Bildweite, ist also wieder hinter dem Spiegel angeordnet. Da heißt minus B größer als 0 oder B kleiner als 0. Die Gegenstandsweite natürlich ist größer als 0. Der Spiegel steht vor dem, der Gegenstand steht vor dem Spiegel. Die Brennweite natürlich ist kleiner 0, minus F ist größer als 0. Und wenn man da jetzt wieder alle entsprechenden ähnlichen Dreiecke hernimmt und in die Geometrierelationen einsetzt, Sie ahnen es schon, es kommt wieder die gleiche Abbildungsgleichung heraus. Also das ist was sehr Angenehmes für Sie Studierende, weil da brauchen Sie sich nur eine Gleichung merken, die gilt für alles. Nur so ein bisschen Konventionen muss man sich merken. Wenn der Brennpunkt hinterm Spiegel ist, ist die Brennweite kleiner 0 anzunehmen. Und wenn das Bild hinterm Spiegel ist, ist die Bildweite kleiner als 0 anzunehmen. Sonst funktioniert das mit der gleichen Abbildungsgleichung so nicht. Man erhält also hier wieder dieselbe Abbildungsgleichung. Nur muss man beachten, dass das F kleiner als 0 ist und auch das B kleiner als 0 ist. Und Sie werden sich jetzt vielleicht denken, das ist ja eigentlich für gar nichts. Wer braucht einen solchen Konvexspiegel? Naja, wo Sie den recht oft verwenden, das ist etwa beim Rückspiegel eines Autos. Der ist meistens als Konvexspiegel ausgeführt, weil da möchte man ja über einen möglichst großen Bereich, auch winkelmäßig, die Gegenstände erkennen können. Also sollen sie verkleinert sein, die Bilder kleiner sein als der Gegenstand und die Gegenstände können ruhig auch weit weg sein. Man sieht sie dann trotzdem aufrecht und man sieht sie verkleinert. Das ist das, was man sich eigentlich bei einem Rückspiegel wünscht. Also die Rückspiegel eines Autos sind derartige Konvexspiegel. Und das ist also durchaus für die Praxis von Bedeutung. Heute einmal, meine Damen und Herren, möchte ich ein bisschen was einholen von dem, wo ich Sie in den letzten Tagen und Wochen immer so lang belastet habe mit Überziehung der Zeit. Jetzt schließe ich einmal um 12 Minuten vor der Zeit. Und ich hoffe, dass Sie mir das wieder zugute rechnen werden, wenn wir dann in den nächsten Tagen wieder irgendwann einmal in Bedrängnis kommen sollten.
Jedenfalls ein neues Kapitel jetzt anzufangen, zahlt sich nicht aus, denn dieses neue Kapitel beschäftigt sich dann mit der Lichtbrechung. Und das ist ein durchaus anderes Gebiet, mit dem wir dann auch sehr interessante optische Phänomene uns betrachten können. Dankeschön. Sehr schön, dass es funktioniert. Es ist kritisch sehr schön, dass es funktioniert.